Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich ist es soweit. Heute hat die Sparkasse angekündigt, dass ich meine ganz normale Girocard, also EC-Karte, wobei Girocard eigentlich dafür mittlerweile der richtige Ausdruck ist, hernehmen kann, um damit per Apple Pay zu bezahlen. Das heißt, ich kann sie in der Wallet-App auf meinem iPhone oder meiner Apple Watch hinterlegen, um dann kontaktlos zu bezahlen. Das Ganze nutze ich auch schon sehr, sehr lange, aber leider eben nicht mit meinem Hauptkonto bei der Sparkasse. Ich habe mir damals eine Notlösung überlegt, weil meine Kreditkarte, die ich bei Amazon habe, leider diese Funktion nicht unterstützt und die Sparkasse eben bislang auch nicht. Das heißt, ich habe mir ein kostenloses Online-Konto bei N26 angelegt, überweise immer mal wieder Geld dorthin und habe dann die virtuelle Kreditkarte von N26 in Apple Pay hinterlegt, um damit meine Brötchen oder auch alles andere bezahlen zu können. Und genau das muss ich eben ab heute nicht mehr tun, weil ich mein Hauptkonto endlich in Apple Pay integrieren kann. Und das möchte ich natürlich mit euch gemeinsam tun. Und danach, wenn die beiden Schritte abgeschlossen sind, also Import ins iPhone und in die Apple Watch, möchte ich auch gerne noch ein bisschen was zum Thema Sicherheit beim Bezahlvorgang sagen, weil ich ganz, ganz häufig in den letzten Wochen danach gefragt wurde. Fangen wir mal mit der Frage an, was ihr dazu überhaupt braucht. Auf der Apple-Seite braucht ihr ein iPhone oder eine Apple Watch, im Optimalfall beides. Und das iPhone muss neuer als das Modell 6S sein. Das heißt, das iPhone 6S funktioniert noch, das 6er zum Beispiel aber nicht mehr. Der Grund dafür ist auch auf der Sparkassenseite in so einer FAQ beschrieben. Apple hat sich dazu entschieden, bei den älteren Modellen eben nicht mehr alle Betriebssystems-Updates bereitzustellen. Und ein Update, das notwendig ist, um eben die Sparkassenkarte zu importieren, das gibt es eben nicht mehr bei dem 6er. Und von daher ist das so die Minimumbasis. Auf der anderen Seite, also auf der Sparkassenseite, braucht ihr natürlich erst einmal eine Sparkassen-App. Das heißt, ihr müsst Online-Banking haben. Also ohne Online-Banking-Zugang könnt ihr diese Karte auch nicht importieren. Ich für meinen Teil habe auch so einen kleinen TAN-Generator. Das heißt, ich muss dann so einen Blinkercode am Display, da wird angezeigt, da drücke ich dann hinten meinen Generator dagegen, vorher die EC-Karte unten rein. Dann wird ein PIN generiert und den trage ich, also eine TAN generiert und die trage ich dann bei einer Überweisung ein. Ich glaube, die brauche ich auch, um meine Karte hier in der App zu bestätigen. Es gibt eine zweite Variante, PushTAN. Dann gibt es eine App fürs iPhone oder auch für Android und dort kann ich dann die TAN generieren über diese besagte App. Das habe ich noch nicht, wollte ich immer mal umstellen, bin aber nie dazu gekommen. Ja, neben der App braucht ihr natürlich dann auch ein Konto bei der Sparkasse ohne Frage und die besagte EC-Karte, also die Girocard eigentlich, und ihr braucht eine Apple-ID, wobei das, glaube ich, selbstsprechend ist. Die Einrichtung kann über zweierlei Wege erfolgen und zwar könnt ihr entweder die Original Sparkassen-App nutzen. Wenn ihr euch da heute einloggt, seht ihr auch direkt so einen kleinen Button mit Apple Pay. Da könnt ihr draufklicken, weiter, weiter, dann ist die Karte importiert. In der Theorie, ob es in der Praxis funktioniert, sehen wir gleich. Und der zweite Weg ist, indem ihr direkt die Wallet-App auf eurem iPhone aufruft und dann da auf Plus eine neue Karte hinzufügt und dann könnt ihr Sparkasse auswählen und eben auch eure ganz normale Girocard. Ich starte hier mal ganz kurz das Screen Recording. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns die Variante in der Sparkassen-App an. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, weil ich da ja sowieso alle meine Daten habe. Im Prinzip wird mir hier auch schon meine Karte angeboten. Das liegt aber daran, dass ich im Vorfeld schon mal auf diesen Button geklickt habe. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die Startseite. Also so sieht das für euch aus. Und hier sieht man Überweisen und in der Mitte wird mir direkt Apple Pay angeboten. Das heißt, ich klicke jetzt hier mal auf Apple Pay drauf. Jetzt wird in meinem Online-Banking-Konto hinterlegt, ist ja letztlich meine Girocard. Die wird mir jetzt hier auch als einzige Option angezeigt. Das ist auch korrekt. Das ist meine Girocard. Jetzt klicke ich hier auf zu Apple Wallet hinzufügen. Ganz, ganz einfach. Und jetzt seht ihr diesen besagten Blinkecode, beziehungsweise ihr seht ihn nicht, weil ich ihn jetzt für euch im Moment weggepixelt habe. Ich stecke jetzt hier also meine ganz normale EC-Karte in diesen TAN-Generator rein. Drück einmal auf F und halte den jetzt hier auf mein iPhone-Display drauf. Aber wichtig, es kann sehr, sehr gut sein, dass ihr die Variante PushTAN habt. Das heißt, ihr müsstet jetzt in eurer PushTAN-App auf eurem iPhone den PIN bestätigen. Ich klicke jetzt also hier oben einmal rechts auf TAN-Eingabe. So, der Auftrag wurde entgegengenommen. Ihre Sparkassen-Card mit der Nummer so und so wird zu Apple Pay hinzugefügt.
Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich klicke jetzt hier also mal auf zu Apple Wallet hinzufügen. Und jetzt fragt er mich schon, wohin? Auf mein iPhone Wallet oder auf das Wallet meiner Watch? Ich entscheide mich im ersten Step jetzt erst einmal für mein iPhone selbst. Der Name ist ausgegraut. Das ist natürlich mein Name, der auch auf der Karte hinterlegt ist. Ich gehe jetzt hier oben also rechts einmal auf Weiter. Und jetzt wird der Kartenherausgeber kontaktiert. Das war damals bei N26 genau das gleiche in grün. Jetzt habe ich hier Nutzungsbedingungen. Die habe ich jetzt mal ganz, ganz schnell alle gelesen. Natürlich sollte man die lesen, aber ja, ich habe es jetzt eben gerade mal nicht getan. Auf Akzeptieren und dann sollte es einen kleinen Moment dauern. Ich glaube, im Hintergrund wird sogar elektronisch die Bank kontaktiert, um das einmal gegen zu validieren. Und danach sollte die Karte auch auf meinem iPhone schon drin sein und ich kann damit bezahlen. Normal ist der Vorgang dann so, dass ich danach direkt die Option habe, die Karteninformationen auf meiner Watch zu übertragen, sodass ich den Prozess nicht nochmal komplett durchführen muss. Jetzt werde ich hier gefragt, weil ich habe schon 3 Karten hinterlegt, mein Geschäftskonto, N26 und Apple hat ja irgendwie so eine eigene Apple-Card, die da irgendwie per Default schon hinterlegt war, ob ich das neue hier, meine EC-Karte oder Girocard, als Standard hinterlegen möchte. Ja, möchte ich sehr, sehr gerne als Standardkarte verwenden und jetzt kann es auch schon mit Apple Pay losgehen. Bevor wir jetzt ins Wallet reingehen und uns das Ganze anschauen, seht ihr jetzt hier direkt schon die Möglichkeit, die Karte auch zur Apple Watch hinzuzufügen und genau das möchte ich, also zu Apple Watch hinzufügen. Das sollte jetzt relativ schnell funktionieren. Nein, ich brauche dafür einen neuen PIN. Senden. Der Auftrag wurde entgegengenommen. Zu Apple Wallet hinzufügen. Ja, und weiter auf Apple Watch. Und jetzt sollte das eben auch gleich übertragen sein. Und dann geht's los. Auch hier werde ich wieder gefragt, ob ich diese Karte als Standardkarte verwenden möchte. Ja, weil damit zahle ich mit Sicherheit am meisten. Und das war's. Nee, Karte ist im Aktivierungsprozess, sagte mir hier unten. Aber das sollte ja gleich durchgelaufen sein. Von daher denke ich, sieht das ganz gut aus. So, während ich drüber gesprochen habe, kam jetzt gerade oben so eine kleine Push-Nachricht, wo drin stand, dass die Sparkassenkarte für Apple Pay bereit ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also, wir gehen jetzt hier in die Wallet-App rein und siehe da, ihr seht meine Fidor-Bank-Karte, ihr seht meine N26-Karte, die original von Apple hinterlegte Apple Pay Cash, wobei ich um ehrlich zu sein nicht mal so ganz genau weiß, was ich mit dem Ding tun soll. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal unten in die Kommentare mit rein, vor allem, ob das in Deutschland überhaupt funktioniert, ob das nicht US-amerikanisch only ist und hier oben endlich meine Sparkassenkarte, mit der ich jetzt auch bezahlen kann. Was muss ich nun also tun, um kontaktlos mit dem iPhone bezahlen zu können? Zum einen braucht ihr natürlich einen Händler, der ein Lesegerät hat, wo diese kleinen Zeichen drauf sind, also diese Bögen da, die anzeigen, dass man kontaktlos bezahlen kann. Danach geht ihr ganz simpel hin, drückt zweimal, bei dem neuen iPhone-Modell ist es auf jeden Fall so, auf den Power-Knopf drauf, also zweimal schnell hintereinander. Jetzt musst ich per Face ID mein Handy entsperren. Jetzt wird mir direkt meine Sparkassenkarte angezeigt. Ich decke das mal ab, dann seht ihr es. Also hier ist meine Sparkassenkarte und jetzt drücke ich einfach die Rückseite von meinem Smartphone gegen das Lesegerät. Dann dauert das gefühlt noch keine halbe Sekunde und dann ist der Bezahlvorgang schon abgeschlossen und ich kann mein Handy auch direkt wieder entfernen. Also super, super einfach. Und wenn ihr jetzt hingeht und habt zum Beispiel mehrere Karten hinterlegt, ich zeige euch das jetzt mal so nicht, dann swipet ihr einfach nach unten und wenn ihr nach unten geswiped habt, kommt ihr jetzt zu der kompletten Übersicht all eurer Karten. Ihr tippt jetzt hier zum Beispiel die N26-Karte an. Das habe ich jetzt auch mal den Finger drüber gehalten und jetzt könnte ich die andere Bankkarte von N26 nehmen, um damit zu bezahlen. Also wirklich super, super einfach, super, super easy. Da bin ich wirklich begeistert, wie gut das funktioniert. Ich habe schon ein E-Bike damit gekauft, ein richtig teures, also auch größere Beträge damit zu bezahlen, ist überhaupt gar kein Problem. Das Ganze sollte jetzt hier auch auf der Apple Watch drauf sein. Hier ist die Wallet-App und wie ihr seht, ist meine Girocard hier auch problemfrei angekommen. Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass wenn ich zweimal auf den Bezahl-Button draufklicke, das ist nämlich hier unten der, also der kleine, da drückt man zweimal schnell drauf und dann kann die Bezahlung stattfinden. Und hier steht jetzt aber, ich halte es mal zu, in einigen Minuten erneut versuchen, weil die Karte offensichtlich noch nicht aktiviert wurde, also auf der Apple Watch auf jeden Fall nicht, weil, wie ihr gesehen habt, auf meinem Smartphone hat das schon funktioniert. Hier warte ich jetzt also auf eine Push-Nachricht, damit das Ganze auch abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit habe ich euch ja versprochen,
gesprochen, sprechen wir noch mal ganz kurz über das Thema Sicherheit beim Bezahlen. Also grundsätzlich ist es so, vielleicht ein bisschen zu meinem Background, ich bin in der IT tätig und arbeite sogar für ein Unternehmen im Bereich IT Security, also IT Sicherheit, und ich bin nicht so ganz weit weg von diesen Themen. Wobei dazu zu erwähnen ist, dass ich aus einer anderen Sparte in der IT Security komme und nicht wirklich mit diesen Themen etwas zu tun habe, aber ich maße mir an, grob zu verstehen, was hier passiert. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr kontaktlos mit eurem Smartphone bezahlt, in dem Moment werden nicht eure Kartendaten an den Händler oder sonst wohin auch an Apple übertragen, sondern auf eurem Gerät wird ein sogenannter Transaktionscode generiert. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und dieser Transaktionscode ist weder auf euch zurückverfolgbar, noch ist dieser Transaktionscode in irgendeiner Form bei Apple in Kombination mit euren Daten gespeichert. Also auch die gesamten Transaktionen, also wann ihr wo bezahlt habt, was ihr gekauft habt etc., wird nicht auf den Apple-Servern gespeichert. Aus dem Grund erachte ich es sogar als Vorteil, dass ich hier ganz einfach kontaktlos, ohne meine persönlichen Daten übertragen zu müssen, bezahlen kann, weil ja nur dieser Einmal-PIN bzw. dieser Einmal-Code generiert wird, der auch nur genau einmal gültig ist. Eine Frage, die mich ganz häufig erreicht hat, ist, wie sieht es denn in Momenten aus, in denen ich bezahlen möchte, mein Smartphone aber gar keine Verbindung zum Internet hat, weil entweder kein Empfang da ist, bzw. mein Datenvolumen vielleicht aufgebraucht ist. Das Schöne daran ist, diese gesamte Erstellung von diesem Transaktionscode findet auf eurem Gerät statt. Ihr habt also überhaupt gar kein Problem damit, wenn keine Internetverbindung da ist. Ihr könnt problemfrei bezahlen, selbst in solchen Umgebungen. Also von dem Usability-Faktor her tatsächlich sehr, sehr angenehm und gut. Und geschützt ist diese Bezahlung immer entweder mit eurem Gesicht durch Face-ID, bei älteren Geräten mit eurem Fingerabdruck per Touch-ID, beziehungsweise gibt es eben auch Varianten, wo beides nicht funktioniert, Finger ölig, Gesicht Maske auf im Moment zum Beispiel, dann müsst ihr euren hinterlegten PIN am iPhone eintragen und erst dann ist die Zahlung sozusagen oder die Karte entsperrt, um damit kontaktlos bezahlen zu können. Und ich glaube sogar, sobald ihr die erste Karte in Apple Pay hinterlegt, müsst ihr auf eurem iPhone einen PIN erstellen, das heißt einen PIN dann eingeben, falls Face ID oder Touch ID fehlschlägt, um an die Informationen ranzukommen. Ansonsten lässt euch iOS die Karte gar nicht hinzufügen. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass das eine Grundvoraussetzung dafür war. Meine Watch zeigt mir immer noch an, dass ich es in einigen Minuten nochmal versuchen soll und die Karte noch nicht aktiviert sei. Ich habe jetzt nochmal in meine Sparkassen-App geschaut und sehe hier auch, dass die Karte auf dem iPhone aktiv ist, aber die Karte für die Watch im Aktivierungsprozess steckt. Ich gehe mal davon aus, dass im Moment so ziemlich alle ihre Karten aktivieren und die Server ein bisschen überlastet sind. Ich schreibe euch mal in die Infobox unten mit rein, wie lange es tatsächlich gedauert hat, bis die Karte auf meiner Watch auch aktiv war. So, ich hoffe, das war für euch ein bisschen spannend. Wenn ihr eine Sparkassenkarte habt und in Zukunft auch kontaktlos bezahlen möchtet, hoffe ich, dass euch das Tutorial hier ein kleines bisschen geholfen hat. Lasst mir gerne euer Feedback da, wie ihr das so seht. Ist kontaktlos bezahlen für euch Quatsch oder vielleicht eine Erleichterung in eurem Alltag? Vielleicht sogar jetzt auch die Gedanken einfach ein bisschen rund um Corona, haben vielleicht euer Nutzungsverhalten dahingehend geändert. Ich bin auf euer Feedback sehr, sehr gespannt. Lasst es mir gerne da. Bleibt gesund. Ich würde mich, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!